Malahan, meine zwergischen Freunde, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher 3 Wild Hunt. In dieser Folge werden wir hoffentlich endlich das große Geheimnis bzw. die große Saga des Roten Barons lösen. In diesem Sinne, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und wir reden weiter mit dem Baron. Da waren wir in der letzten Folge stehen geblieben. Und Abfahrt. Moin, Baron. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Naja, mit Ciri. Jetzt will ich alles über Ciri wissen. Allet, Junge. Allet. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Wussten wir schon was von dem Basilisken? Hat man den überhaupt schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Bin gerade so perplex. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Mal ein bisschen. Wo ist er denn? Verdammtes Biest! Lande doch. Wollen wir mal ein bisschen Abstand halten hier, dass das Gift runtergeht. Und dass wir uns vielleicht noch ein bisschen hochheilen können. Wo ist er hin? Da. Los, Ciri, heil dich mal ein bisschen. Haben wir's? Oder sind wir tot? Ich glaube, wir haben's. Gut. Nun aber mit Ciri ganz schön stark, muss ich sagen. Na gut, wer weiß, welches Level der Basilisk ist, ne? Ey, lass den Dicken hier! Den brauche ich noch! Wir sind immer noch am Vergiften. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Gelange zur Turmspitze. Dann versuchen wir mal zur Turmspitze zu gelangen, aber wo lang? Hier? Nee. Hier? Nö. Turmspitze. Hier. Definitiv hier. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Na los, Uhrensohn! Komm her! Und ab mit seinem Kopf. Na, jetzt haben wir eine schöne Trophäe. Oh, wie er noch zappelt und zuckt. Nee, doch noch nicht. Aber jetzt ab mit seinem Kopf, oder? Oder? Hat's ihn geköpft? Ist nicht. Wie er guckt. Ach, schön. Perplex und dreimal nachgedacht.
hast du alles? Der Blick ist unvergesslich. Ach, an den kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Für mich getan hast. Ich werde das nie vergessen. Wir sind quitt. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Nach Novigrad. Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Genau aus dem Grund mag ich nämlich den blutigen Baron, was ich das letzte Mal gesagt hatte. Dass er schon auf der einen Seite ein Arschloch ist, aber auf der anderen Seite halt auch nicht, dass er ein gut Mensch ist. Und er Ciri wirklich geholfen hat, ins Herz geschlossen hat. Und aus diesen Szenen, wenn man das vergleicht, seine Story und die Geschichte, die er zu Ciri erzählt, ist das ein absolut fantastischer Charakter. Charakter. Sie stieg aus Pferdenritt davon und okay. Wie ist Ciri an der Blockade der Redania vorbeigekommen? Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher stammen diese Briefe? Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Okay, dann muss ich nach Novigrad. Kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Du hast mich überzeugt. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine... Aber ich bin ehrlich. Schließ dich uns doch. Also ich persönlich... Klingt gut. Würde es auch ohne Geld machen. Also wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, das Geld anzunehmen oder so, dann... Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Wer ist er? Oder was ist er? Oder sie oder es? Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was? Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Woher hat er seinen Namen? Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Jo, geht doch. Er sieht aber nicht wie ein Monster aus. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Gab es keinen besseren Einsatz? Ich bin verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten.
Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Okay, erzähl mir genau, was passiert. Das interessiert mich jetzt. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ah, wirklich lustig. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ah ja, jetzt hast du einen Hofnarren. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich es mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nee, eigentlich nicht. Aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Wieso leb wohl? Wir gehen doch jetzt zusammen zum Sumpf. Und sei ihr ein guter Vater. Hä? Wir gehen da jetzt zum Sumpf? Oder nicht? Oder habe ich das jetzt völlig missverstanden? Habe ich jetzt die falsche Antwort geklickt? Dass ich ihm nicht helfe? Weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken. Okay. Geleitbrief. So. Haben wir auch so ein schönes Ding. Wow, 10 Erfahrungspunkte. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, Schmied. Rückkehr in den Buckelsumpf. Ja, haben wir doch bekommen. Gut. Ja. Ich würde mir gerne dein Ich würde gern mal, dass du mein Zeug reparierst. Achso, da. Ja, aber wenigstens tut das halt auf 100% reparieren, deswegen geht das schon. Leb wohl. Gut. So. Gut. Dann haben wir das auch gegessen. Dann können wir erstmal kurz abspeichern. Und dann gehen wir jetzt direkt zum Buckelsumpf und schauen, was wir mit denen machen können. Also inwiefern man helfen kann. So. Gut. Nee, da war noch nicht die Abbiegung. Hier. So. Genau, in Niederwürr. Das heißt, ab dahin. So. Wo war das jetzt? Wo an der Buckelsumpf da unten? Genau, nach Niederwürr. Und dann befreien wir jetzt Anna. Die wir ja schon gesehen haben. Was ist hier passiert? Ein verdammter... Alter. Eine Schönheit? Von wem zum Teufel redest du? Eine gewaltige Stute. Ein Monster von einem Pferd. Alle sind durchgedreht, übereinander hergefallen. Haben alle getötet. Nachbarn, Kinder. Der Geist des Waldes. Er rächt sich an denen, die seinen Niedergang wollten. Treibt sie in den Wahnsinn. Geralt, gut, dass du da bist. Ich kann ihr Getreller nicht enträtseln.
Ich sollte sie die Peitsche kosten lassen, sie auf Kurs bringen. Herr, das haben Sie auch gesagt. Über die Stute meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Die Hexenjäger. Sie sind hier durchgekommen, wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihm geritten. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Du hast recht. Abfahrt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Das... Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten... Ist mir neu. Tatsächlich, das ist mir wirklich neu. Ich hoffe, dass mir da jetzt keine Quest entgangen ist. Aber gut, wir haben uns dafür entschieden. Also, Scheiße. Also müssen wir damit jetzt erleben. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Na? Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Gut, okay, können wir erstmal nicht mit ihm reden. Der Wind heult. Können wir uns erstmal hier was reinpfeifen, eine Wasserflasche? Wieso rollen da Explosionsfelder? Die zücken alle schon ihr Schwert hier. Als ob es hier gleich irgendwas gibt. Aber anscheinend nicht. Verdammte Scheiße, oder doch? Neun? Verdammte Scheiße. Wieso sind die denn jetzt neun? Ab wann ist denn die Quest? Neun. Also, gerade eben war es noch ab sechs. Junge, jetzt mach doch mal was. Hallo. Du verfluchter Bastard! Da rafft sich hin. So. Ein harter Kampf. Ganz schön zäh. Ja, so viel habe ich lang nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Noch mehr Ertrunkene? Bullen, Bertie? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hopp, hopp. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Ah, der eine Dude ist gerade gar nicht dabei. Der Feldwebel vom Baron. Oder? Nee. Na gut. Dann halt nicht. Ich dachte, der wäre jetzt dabei gewesen. Scheiße, hinter ihn! Nein! Oh. Du verfluchter Bastard! Ein Moderhäutchen. Junge, du stehst. Ja, ist okay. Du stehst mir im Weg. Und dann kloppt er sich zu mir durch. Geil. Auch geil gemacht, muss man sagen. Was war das? Wasserweiber. Wo kommen solche Ungetüme her? Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Denk also dran, wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Hart, ey, das ist hart. Wo sind wir jetzt da? Wir speichern lieber nochmal ab, nicht, dass hier irgendwas passiert. So. Ach, da hinten, guck mal, da kämpfen sie schon. Da kämpfen sie schon gegen den Nekrophagen. Hexer, warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Er hat ihn umgebracht.
Hexer, warum bist du hier? Na deswegen, siehst du doch. Alleine kommt er ja nicht zurecht. Er braucht meine Klinge. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Hexer? Hexenjäger? So, und du? Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier... Ja, mache? Eben. Richtig, ja, das ist jetzt nicht fair. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lasse ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Das sag ich mich. Der Baron sucht seine Dein Frau. Dein Vater. Er sucht seine Frau, deine Mutter. Wirklich? Zahlt er dir viel, damit du sein Ja-Sager bist? Oh, Mann! Wahrlich, ich sage euch, Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt dies so roh? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite. Oh mein Gott, oh mein Gott. Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Oh mein Gott. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Was ist das für ein Kindergarten hier? Willst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf. Ah, hier ist schon mal nichts. Gut. Die Mumen beobachten uns doch trotzdem. Also fortsinnen können sie eigentlich auch nicht. Nicht. Das Kind. ganz ehrlich. Hier drüben! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was? Ich kann mich null an die Szene erinnern. Null. Mutter? Null. Wirklich null. Ist sie's wirklich? Nein! Unmöglich. Wir müssen etwas tun. Hexer! Da kommt etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Anna. Klang nicht nach Wölfen. Oh mein Gott.
Also, waren auch in meiner, macht euch bereit. In meiner Erinnerung war Tamara, sag ich schon, Anna noch völlig normal. Alle zusammen! Check ich grad nicht. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Anna läuft da so rum. Wir schützen euch auf, Junge. Aus diesem anderen leckere Brühe. Du machst aus mir überhaupt keine Brühe, du altes Gruftweib. Was heißt Gruftweib? Du alte Mume. So rum. Wasserweiber. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Oh Gott. Wer ist er? Ein Unhold? Wir schützen dich auf, Junge. Aus dir machen wir eine leckere Brühe. Das regeneriert sich ja, das Vieh. Das ist nicht geil. Wie viel kannst du einstecken? Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Uiuiuiui, das ist aber ein ziemlich heftiger Kampf. Wir schießen dich auf, Junge. Aus dir machen wir eine leckere Brühe. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt der Geschmack. Alter! Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, Kuss. Ja, wir haben's, oder? Das ewige Feuer wird unsere Sünde. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Nein. Seht sie doch an! Hexer, du musst dich doch mit sowas auskennen. Was ist los mit ihr? Beruhige dich erstmal, Panik hilft niemandem. Es bringt nichts rumzuschreien. Beruhige dich. Das sagst du so einfach. Wie denn? Das ist meine Mutter, verstehst du nicht? Er ist auf unserer Seite. Lass ihn nachdenken, Hexer. Weißt du, was mit der Frau los ist? Sie wurde verflucht. Sie hat sich völlig verändert. Die Mumen müssen sie verflucht haben. Kannst du diesen Fluch brechen? Dazu muss ich wissen, welcher es ist. Sie kann hier nicht allein gelebt haben. Vielleicht ist noch jemand hier, der etwas gesehen hat. Vielleicht Hansi. Wer? Ein Junge. Ein Einsiedler. Er lebt im Sumpf. Kam hier von Zeit zu Zeit vorbei. Vielleicht hat er was gesehen. Wir müssen ihn finden. Er mag keine Fremden. Wartet hier. Ich gehe besser allein. Ja, Leute. Also mir kommt das hier... Ich kenne das alles null. Also ich weiß, dass man hierher kommt. Und dann ist Anna völlig normal. Und man hilft ihr dann, also sie sieht halt noch normal aus, also so wie wir sie vorher kennengelernt haben, richtig verrückt im Kopf, aber normales Aussehen, menschliches Aussehen. So, und dann kämpft man gegen den Unhold und dann schickt man quasi den Baron und Anna zusammen zu einem Eremiten. Ja, und dann sieht man sie nie wieder, dann ist Quest over. Aber dass die sich jetzt in sowas verwandelt hat, beziehungsweise, keine Ahnung.
Und dass man dann nochmal mit Hansi reden soll, das, also das ist alles... Fremdland, sag ich mal. Also es kommt mir null bekannt vor. Null. Aber ich meine, ist ja jetzt nicht schlimm. Im Gegenteil, ist ja schön. Dann sehe ich mal was anderes vom Spiel. Na toll. Wir müssen erstmal Nekrophagenöl wieder drauf schmieren. So. Das war das Blaue, ne? Nee. Das Rote. So rum. Weißt du, gehst einmal kurz ins Inventar. Und wirst sofort dafür gepunished. Das Gruftweib ist am Bluten. Junge. So, gut, haben wir. Haben wir. Wir haben's geschafft. Wir sind nicht groß, doch wir haben viel Mut. Und am Ende wird alles gut. Wonderpets! Wer kennt's noch von früher? Hansi! Hansi! Ja, Hansi. Wir ziehen jetzt die Folge ein bisschen länger. Komm, wir wollen das zu Ende bringen. Hansi ist nicht da. Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Okay. Sieht nach Regen aus. Frische Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Geralt. Gerhard. Der Tod? Hansi, wach auf! Was? Wer? Oh, Hexer! Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Die Mumen wollen dich bestrafen. Warum? Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad. Sie wäre vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun. Aber sie waren wütend. Denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Okay. Hast du eine Ahnung, was mit Anna geschehen ist? Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Mhm. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab, zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter, leider nicht bis in die Hölle. Okay, was ist unter der Luke? Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Cleverer Spruch. Wozu braucht die Weberin Omas Haare? Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Oh. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Und was geschah dann? Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor,
Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf, Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Oh mein Gott. Und jetzt? Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrinnen nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Oh, das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Ich gehe zurück nach Anasehen. Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist. Danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Leb wohl, Hansi. Viel Glück wünsche ich dir. Rette Oma, bitte. Mach mal. Wir versuchen das. Wir versuchen das zu regeln. Irgendwie. Zu deichseln. Aber es kommt mir alles wirklich null bekannt vor. Also, ich weiß nicht, womit hat das zu tun, dass die Story jetzt auf einmal komplett anders ist? Und die Frage ist, wenn das jetzt schon anders ist, hat das später Auswirkungen auf Ciri? Hast du etwas erfahren? Wie ich's mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben ihr eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Ach du Scheiße. Gehen wir jetzt allein, oder? Ich gehe allein. Ich arbeite allein. Die Sache geht uns alle was an. Wir wissen nicht, was da drin ist. Deine Männer machen Lärm, viel mehr als ich allein. Ich vertrete in diesen Landen den Kult des ewigen Feuers. Es ist meine Pflicht, mit dir zu gehen. Also gut, aber nur du. Der Rest bleibt hier bei Anna. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na schön, fangen wir an. Gut. Abfahrt! Ja, war das? Ich meine, wir hatten ja das letzte Mal so eine Fallgrube entdeckt. Die hier vielleicht? Kragen! Jetzt bekommt der Raum auch wenigstens mal einen Sinn. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen neben Menschenhallen verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind, siehst du? Die sehe ich. Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie hier rausholen. Okay, woher weißt du das alles? Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Gut. Okay, du hast ein Risiko erwähnt. Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen.
Ach du Scheiße. Sehen wir uns die Puppen mal an. Die Puppe mit der roten Perle. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein. Ich sollte mir lieber eine andere Puppe ansehen. Na schön. Ich sehe mir die anderen an. Eine Puppe mit Vogelfedern. In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhardt? Wenn das stimmt, dann... Schon gut. Der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Muhmen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht. Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Schwierig. Wir sollten uns die anderen ansehen. Kaum. Die Muhmen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen. Wir sollten uns die anderen ansehen. Puppe mit violetter Stockrose. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist. Oh Gott. Du meinst, das ist die Puppe? Kann durchaus sein, aber sicher bin ich nicht. Wir sollten uns die anderen ansehen. Okay, und dann Puppe mit Männchenohr. An dieser hängt ein Menschenohr. Hat zweifellos einem der Bauern gehört. Anna hat noch beide Ohren. Sehen wir uns die anderen an. Welche nehmen wir denn jetzt? Ich will aber auch jetzt nicht im Internet suchen, bin ich ehrlich. Das fände ich irgendwie geschmacklos. Ich glaube, wir nehmen die Puppe mit der violetten Stockrose. Interessant. Eine Puppe mit einer... Das ist nicht irgendein... Du meinst, das... Ja. Ich bin sicher. Ich nehme sie. Schnell, nach draußen! Ich hoffe, wir haben jetzt die richtige Wahl getroffen. Mutter, du bist wieder da. Alles wird gut. Dir wird ja gut gehen. Oder? Tammy, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein. Hör zu. Die Muhmen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? Die Muhmen haben uns gelingt. Die Muhmen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben, zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen, teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Es ist schön, euch zusammenzusehen. Tut mir leid, Annie. Für alles. Es tut mir leid. Mutter. Tammy, erinnerst du dich der Tag an der Ina? Natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern.
Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Och du Scheiße. Das war nicht dein Werk. Ich weiß. Das macht es auch nicht leichter. Lass, ja? Ach du Kacke. Ja gut, dann schließen wir jetzt die Mission komplett ab. Leute, ich weiß gerade gar nicht, was ich so sagen soll. Ich bin nämlich gerade ziemlich schockiert. Ja, weil ich kenne das Ende überhaupt nicht davon. Null, dass die stirbt. Ich kenne nämlich immer nur das andere Ende. Eieieiei. Aber so wie sie es anhört, lag das daran, dass wir den Geist im Baum befreit haben, dass wir dieses Ende bekommen haben. Weil sie sagten ja auch, dass die Kinder freigelassen wurden und sie deshalb bestraft wurde. Und die im Baum, also der Geist da, das Pferd, hat er gesagt, tut die Kinder befreien. Deswegen hoffe ich jetzt mal nicht, dass es da irgendwie noch später wegen Ciri oder so irgendeine Kacke auf uns zukommt. Oh nein. Was ist passiert zur Hölle? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch offensichtlich. War er betrunken? War er betrunken? Ja, es war klar, dass der Fusel sein Ende sein würde. Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen? Wähle ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. Als ich die Waisen im Sumpf rettete, konnte ich nicht ahnen, dass Anna sterben würde. Nie hätte ich gedacht, dass der Baron sie zurücklässt, sich einen Strick sucht und sich aufhängt. Meistens trifft man eine Wahl und blickt dann nie mehr zurück. Also lag's doch daran. Was ihm wichtig war. Kein Wunder, dass ihm das den Lebenswillen geraubt hat. Ihr seht aber nicht sehr betroffen aus, du und deine Männer. Wäre es dir lieber, wenn wir hier heulend rumhocken? Der Baron war ein guter Soldat. Aber es hat ihn weich gemacht, sich in Krähenfels niederzulassen. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Kann ich mir vorstellen. Oh Gott. Eine Stoffpuppe lag hier noch rum. Nun gut, Freunde. Ich kenne das Ende null. Ich muss das jetzt erstmal verdauen, ja. Also ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken, das ein bisschen Revue passieren lassen. Und ja. Weil das ist jetzt echt heftig. Wirklich echt heftig. Normalerweise habe ich ja immer, oder ich habe damals, glaube ich, gewählt, den Geist zu töten im Baum. Dadurch wurden die Kinder nicht befreit, die wurden gefressen quasi von den Muhm. Aber dafür hat Anna quasi überlebt, war total geistig verwirrt und der Baron ist mit ihr in die Berge abgezogen. So, und jetzt haben wir die Kinder befreit. Anna hat sich in ein Monster verwandelt, ist gestorben und der Baron hat sich erhängt. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Also, ich bin gerade richtig, ja, was soll ich sagen? Enttäuscht von der Entscheidung, die ich getroffen habe, sage ich mal. Aber gut, das ist egal. Das war so mein Fazit. Das war das große Finale vom Baron. Leider. Und genau, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann machen wir wieder feuchtfröhlich weiter. Sind wir wieder guter Dinge, weil das hat mich jetzt wirklich emotional ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen. Bin ich ehrlich zu euch? Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen weiteren restlichen Tag. Immer schön dran denken. Toss a like to your Witcher. Auf bald. Euer Gorim.